Grenzenlos fliegen, grenzenlos retten. So lautet das Motto des Projekts Grenzflug Plus, das in der Grenzregion Deutschland, Belgien, Niederlande ins Leben gerufen wurde. Also bei einem Notfall, gerade in unwegsamem Gelände, zählt jede Sekunde. Genau da unterstützt Grenzflug Plus mit dem Fluggerät. Ziel des Projekts ist es, unbemannte Flugsysteme zu nutzen, um Gefahrensituationen effektiv und schnell zu bewältigen. Insbesondere in großflächigen Einsatzgebieten. Mittels automatischer Luftbildaufklärung und Datenauswertung für die gezielte Bündelung der Lageinformationen und effiziente Planung von Personal und Ressourcen. Die automatisierten UAVs erstellen laufend hochauflösendes Bildmaterial, das im Einsatzzentrum automatisch ausgewertet und mittels VR-Anwendung an die Einsatzkräfte vor Ort übertragen wird. Dafür arbeitet ein interdisziplinäres Projektkonsortium an Grenzflug Plus, bestehend aus der RWTH Aachen, Stadt- und Städteregion Aachen, der Thema, Vodafone und der Deutschen Flugsicherung. Wir entwickeln die Fluggeräte so, dass sie vollautomatisch funktionieren und keine Ressourcen bei den Einsatzkräften binden. Aber auch müssen alle Daten praktisch live in der Rettungsleitstelle ankommen können. Der Vorteil von VR ist, dass in der virtuellen Einsatzzentrale der VR-Nutzer sich mehrere Bilder sehr effizient, schnell anschauen und sichten kann. Dafür braucht es Schnittstellen zu Leitwarten, Serverarchitekturen, Luftraumintegration, kurz eine eng verzahnte Zusammenarbeit aller am Luftraum Beteiligten. Wir von der Deutschen Flugsicherung haben ein System entwickelt, womit die Drohne andere Luftfahrzeuge erkennen kann und Konflikte vermeiden kann. Zusätzlich kann das System Lufträume kurzfristig sperren, damit die Drohne sicher sich in diesen Luftraum bewegen kann. Damit Drohnen außerhalb der Sichtweite sicher und zuverlässig agieren können, ist es notwendig, dass eine stabile und auch entsprechend hochwertige Datenverbindung vorhanden ist. Im Falle von Grenzflug Plus ist es besonders wichtig, dass wir hohe Bandbreiten erzielen, damit wir die Videodaten sehr hochauflösend an die Leitwarte übertragen können. Damit das Projekt Grenzflug Plus erfolgreich implementiert werden kann, müssen nicht nur die technischen, rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen gegeben sein, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Mit Grenzflug Plus haben wir ein innovatives Projekt, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Der große Vorteil durch das Projekt Grenzflug Plus und dem Fluggerät ist natürlich, dass es grenzüberschreitend eingesetzt werden kann. Der Zeitvorteil ist für alle drei Staaten, alle Beteiligten in der Euregiomass-Rhein enorm. Die Fluggeräte von Grenzflug Plus können geländeunabhängig bei Tag und Nacht eingesetzt werden. Damit stärkt das Projekt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im gemeinsamen Luftraum und verbessert die Sicherheit der Bevölkerung. Ich fühle mich auf jeden Fall sicher und gut, wenn ich weiß, dass mir jederzeit geholfen werden kann, egal wo ich bin. Grenzenlos fliegen, grenzenlos retten. Grenzflug Plus.